Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Visage. Ja, letztes Mal haben wir uns ja hier durch das Häuschen bewegt und dann, ja, ein Zimmer gefunden, wo so dieses Bild vom Teddybären dran war. Mal schauen, wie es damit weitergeht. Und mal sehen, ob ich die Steuerung noch so gut drauf habe. Mal gucken. Ach ja, müssen immer aufpassen wegen der Dunkelheit. Ab ins Licht erstmal. Ehe wir wieder verrückt werden. Okay. Was haben wir hier Schönes? Maya. Kuschelige Puppe. Oh, Häschen. Also, eher Kinder. Was ist das? Tornado. Oder Tornado auf Deutsch. Ja, jetzt erstmal auch nichts so Besonderes. Aber ziemlich realistisch dargestellt, die Kleidung. Und eigentlich auch weniger wie ein Mädchen. Aber gut. Ja, ich möchte die Tür gerne zumachen. Achso, nee, die nicht, sondern die. John und me. Da ist John, sie und noch eine Familie. Springen konnte man, glaube ich, ja nicht. Weiterer Teddy. So, okay, das war das Menü. Stückchen. Kommen wir vielleicht zu einer anderen Lichtquelle? Okay, das hat die Tür wieder zugeschmissen. Auf jeden Fall sind ganz viele Häschen und Teddys hier. So, die Sachen und die. Wie sollen wir das denn untersuchen, wenn wir keinerlei Lichtquelle haben? Ist hier irgendwo Licht? Da wäre Platz für eine Kerze, haben wir aber nicht. Okay, kleines Bild. Boah, wirklich stockfinster wieder. Wo die Frage, so das Licht eigentlich herkommt. Ist das so ein Wandschrank vielleicht? Okay, Dunkelheit. Ah, hier haben wir noch einen Lichtschalter. Das klemmt. Okay, ich glaube, wir müssen uns damit abfinden, dass wir keine weiteren Lichtquellen bekommen. Schauen wir mal, ob wir irgendwas anderes finden. Okay. Was haben wir also hier Schönes? Da war es eben Bus. Die Sterne. Hier waren irgendwelche Schritte zu hören. Okay, auch nichts Besonderes. Haufenweise Plüschtiere. Oh, okay, der ist wirklich knuffig. Nee, das wollte ich eigentlich nicht untersuchen. Okay, das kann ich nicht untersuchen. Mach jetzt noch kurz einen Schritt zurück ins Licht. Gut, wir haben hier irgendwie einen Schrank oder so geöffnet, aber ganz ohne Licht sieht man ja gar nichts. Es klemmt mir nach wie vor, das ist immer der Lichtschalter. Oder ich muss mich damit abfinden, dass wir nicht weiterkommen. An diesem Teil des Spiels. Was sehen haben wir auch nichts, oder? Alles, was hier so einigermaßen erkennbar ist. Ah, ein Lichtschalter. Oh.
knock, 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 knock. Okay, sie hat ja eine dunkle Gestalt gesehen. Zwischen den Türen. Mr. Cat. Können wir jetzt hier rein? Auch nicht. Okay, aber sie hat irgendwo was gesehen. Oh. Habt ihr gehört? Wir konnten klopfen. Er hat zurückgeklopft. Oh, scheiße. Da kommen wir raus nochmal und kriegen Angst, ne? Okay. Gott sei Dank gar keine gruselige Musik oder so. Okay. Mal sehen, was uns erwartet. Wir können jetzt hier rein. Aber wir gehen erst mal kurz ins Licht. Können wir die Tür vielleicht so aufmachen, dass wir noch Licht haben und trotzdem zur Not fliehen können? Ja. Okay. Oh, scheiße. Wir werden uns bestimmt gleich erschrecken. Aha, da ist noch eine Tür, ein Schrank im Schrank. Und ansonsten wieder mal nichts. Scheint. Oh. Massive Dunkelheit. Okay. Irgendwas ist hier. Hat jemand das Licht ausgemacht? Ist das das Arbeitszimmer oder was sind wir hier? Das sind sehr wenig Lichtquellen. Pillen. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte die gerne ablegen. Ach, die können nicht mal stacken. Kommt, Leute. Tja, das hat nicht ganz so geklappt, wie ich wollte. Versuchen wir es nochmal. Aufheben dadurch. Okay, man muss erst wieder rausgehen, dann wieder reinzukommen. Bisschen umständlich. Okay, das nimmt wirklich einen Platz ein. Man muss noch sparsam umgehen hier. Okay, was haben wir hier? Das ist nur ein Glas, ne? Nur diese Schritte. Sehr verschwommen da hinten. Hier können Kerzen aufgestellt werden. Ja, wir haben keine Kerzen. Haben wir noch nicht. Dann wieder das Kind. Oh Mann, ist das dunkel, Leute. Ja, ich weiß, wir werden langsam wieder verrückt. Ab ins Licht, deswegen. Na gut.
Irgendwo müssten wir doch mal eine Lichtquelle wiederfinden. Das ist ein Spiegel, daher. Nee, die einzige Lichtquelle, die wir in der Nähe haben, machen wir garantiert nicht aus. Ja, weg damit. Waren wir hier schon mal? Arbeitstisch, den wir mal gefunden hatten? Ich weiß es nicht genau. Ja, wie gesagt, in der totalen Dunkelheit was zu suchen. Ach, das ist schon mit Licht. Okay. Okay, sind wir im Kreis gelaufen. Was auch zu erwarten war. Ist nicht ganz sicher, was man uns damit sagen möchte. Okay. Ich möchte damit sagen, hier passiert was Unnormales. Hat man uns jetzt also gerade weggelockt? Ich denke trotzdem, dass wir ins Zimmer des Mädchens nochmal müssen. So, ist hier irgendwas anders? Nope. Nope. So. Okay, aber er hat eins der Tierchen dahin gelagert. Warum? Was wollte er erstens damit sagen? Okay. Erstmal scheint hier nichts weiter zu passieren. Aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass das gewesen sein soll. Ja gut, hier. Hier sehen wir halt nichts. Was die Sache nicht unbedingt einfacher macht. Eigentlich aber schade. Ich hätte jetzt gedacht, hier wird das irgendwie weitergehen. Vor allem davor war ja ein Speicherpunkt. So, als wenn wir das ausgelöst hätten. Na gut, das haben wir jetzt hier mehr oder weniger damit ausgelöst, aber... Das ist jetzt auch nicht so prickelnd, ne? Genau, die leuchtet wieder. Oder jagt man uns dann wirklich hierher? Wie gesagt, hier waren wir auch schon mal. Oh, was ist das Schönes? Ne, das ist nur wieder ein Brief, den man nicht öffnen oder nehmen kann. Aber hier ist jetzt, wie gesagt, meines Erachtens auch erstmal nichts irgendwie auffällig anders.
Gut, der Fernseher ist unten an. Was haben wir denn verpasst? Okay. Wir sollen auf jeden Fall mal runtergehen. Ich erinnere mich, als wir das letzte Mal runtergeschaut hatten. Taten waren wir auch kurzfristig wahnsinnig geworden. So schlimm ist der Film nicht. Das machen wir erstmal wieder aus. Schon mal? Ich glaube nicht. Ein Schlüssel. Gegenstände. Es gibt zwei Arten von Gegenständen. Wichtige und dynamische. Dynamische werden, wenn möglich, in deinem dynamischen Inventar gelagert. Sie sind in der Regel verwertbar. Wichtige Gegenstände sind absolut wichtig für den Fortschritt und werden im Inventar wichtiger Gegenstände gelagert. Okay. Gut, dann lagern wir den mal. Keller. Hm, den hatten wir ja schon mal gefunden gehabt. Und konnten dementsprechend noch nicht rein. Okay. So. Viele, viele Fotos. Hauptsächlich wahrscheinlich von Papi. Okay. Was haben wir denn hier noch so? Es gibt keinen Ort mit leeren Schubfächern in eurem Spiel als hier. Ist es da unten? Nur eine runtergefallene Tasse, okay. Runtergefallene Tassen haben jetzt nicht so meine Priorität, muss ich gestehen. Okay, wieder kaputt. Dementsprechend sehen wir nichts. Stehe ich schon wieder dran im Dunkeln? Okay. Jetzt die Frage, ob das, was wir sehen, irgendwie wichtig ist. Okay. Das scheinen seine eigenen Hochzeitsvideos zu sein. Okay. Die sind halt stehen. Okay. Das ist noch nicht frei. Warum? Warum ist das gruselig, Leute? Okay, ich kann ihn, wenn ich einmal aus habe, nicht mehr anschalten. Das ist doof. Dankeschön. Okay. Der Geist möchte gerne weiter Videos sehen. Moment. Grammophon. Das ist doch ein Video von dem Haus. Das da könnte eine Gestalt sein, oder? Ich weiß aus dem Kopf allerdings nicht mehr, wo wir ein Grammophon gesehen hatten. Es klemmt. Okay. Aber wenn es das Flackern ist, das könnte ja das Flackern der Birnen da oben sein. Stimmt, das ist eigentlich die Uhrzeit. 3:30. Mhm. Geisterstunde ist aber 3 Uhr. Na gut, 3 bis 4 Uhr, von daher passt das schon. Der mag das aber auch nicht, wenn ich das Ding ausschalte. Ja, wir können jetzt zur Kellerrunde gehen. Oder suchen das Zimmer, wo es Grammophon steht. Ich möchte es gerne erstmal aushaben. Das Zimmer, wo das Grammophon steht. Man sieht eine flackernde Lampe.
Achso, die hat immer geflackert, aber hier ist kein Grammophon. Oder? Nö. Oh. Vermutlich wieder stark der Fernseher. Tja. Na gut. Lass uns den Keller. So, Radio, du chillst, okay? Ja, ich hab den Kellerschlüssel. Den hatten wir vor kurzem gefunden. Ach so, ich musste extra mal ins Menü gehen, okay. Ruhe jetzt. Wie schön das. Ich sag doch Ruhe. Wie schön das Ding baumelt. So. Gut, ab in den kuscheligen Keller. Wollen wir das Radio anlassen? Das klingt ja doch nicht aus. Wow. Viele Erinnerungen. Das ist ja schon eine. Ich brauche den Kellerschlüssel auch dafür. Was haben wir denn hier? Ein Feuerzeug! Nun kein Zeit, wir haben nicht, dass die Spannung aufbaut. Okay. Das Rad ist wirklich nervig. Eigentlich kann ich das so auch in der Hand lassen, oder? Die Frage wäre, wie kann ich es verwenden? Untersuchung halten, verwenden. Ah, okay. Alles klar. Dann lassen wir es am besten erstmal in der Hand. Wir werden es das bestimmt nicht grundlos geben. So. Gehen wir ganz in die Dunkelheit? Ne, wir gehen erstmal hier hin, ne? An sich? Wow. Soll keiner sagen, ich mache mich rechtzeitig abwasch. Okay. Davon sieht jetzt eigentlich nichts besonders spannend aus. Was passiert hier? Ist ja wieder nicht gesehen, ne? Okay, nicht so spannend. Das Radio wieder. Okay, das Radio lasse ich jetzt wirklich erstmal sein. Wir kommen jetzt hier nie vor, jetzt nicht mal hin und her laufen, das Radio auszumachen. Ups. Was haben wir denn hier? Reinigungsmittel. Okay. Na, was gibt's noch zu futtern? Leere. Schon lange nicht mehr. Oh, noch ein paar Fotos. Aber eigentlich schon wieder dieselben, die wir kennen. Tja. Huch, das Feuerzeug wollte ich eigentlich nicht fallen lassen, Leute. So. Auch nichts Spannendes. Eigentlich nur Alkohol. Okay. Kommt, machen wir zu. Das stört mich irgendwie. Wo, wir haben eine Lichtquelle, wenn wir es offen lassen. Falls es doch mal dunkel wird. Kommt, lassen wir es offen. .33 Uhr. Welche magische Zeit.
Ne? Achso, ich stehe selbst da bestimmt zu nah dran. Okay, ich krieg's nicht auf. So, tausende Zutaten. Da hinten ist eine Steckdose, die hilft uns aber auch nicht. Na. Gläser. Teller. Physikbug. Ne? Boah, sweet. Was war das? Oh. Sarah's Hide. Okay. Ah, die Kleine gemessen. Ja, weil jemand sehr lange sehr einsam scheint mir. Das ist aber nur Vorhänge, ne? Okay, das ist keine Tür. Okay. Meine Güte. So viele Zeitungen, Arcade. Aber man kann nicht lesen, was draufsteht. Das ist zu klein. Wahrscheinlich dementsprechend nicht wichtig. Was brauchen wir da? Auch hier brauchen wir den Kellerschlüssel. Den haben wir ja. Ist das wieder hierfür oder macht das? Irgendjemand hat auch die ganze Zeit rausgeschaut. Das ist immer verborgen. Das klemmt von beiden Seiten. Ja, weil das Ding davor steht wahrscheinlich. Boah. Ist das intelligent? Oder hier? Okay. Aber irgendwas macht uns auch Angst. Verrückt. Wer oder was? Möchte uns hier was mitteilen? War nicht so wichtig. Na komm. Oh, Matroschka. Man musste irgendwie alle finden als Achievement. Na komm, mach die Tür auf. Alles nebenbei auch relativ, Mann. Oh, schade. Hat jemand das Licht hier ausgemacht? Machen wir uns aber erstmal alle Wege frei. Okay. Wird langsam auch schwer, sich zu orientieren. Ganz schön großes Haus. Irgendwas bewirkt? Ah, das wäre die Lampe. Aber die geht wohl nicht. Blaue Farbe. Oh, hier ist jemand handwerklich tätig. Das ist ein Lampe, kann man die nirgendwo einschalten? Okay, wir sind einmal im Kreis gelaufen. Oder? Nee, sind wir nicht. Grammophon? Das, was wir im Fernsehen hatten.
Oh, scheiße. Hört ihr's? Gut. Da war was. Ah, noch eine Matroschka. Hey, ich seh dich, ich will dich. Gut, das zählt. Das ist die Frage, ob das so klug war von uns. Ja, gut. Ich will euch mit reinziehen, von mir. Aber, ich habe eine Glühbirne. Hey, lass den Scheiß. Scheiße, hier war irgendwo Lichtschalter, oder? Hey, können wir das ausmachen? Danke. So. Okay. Verdammt, ich sehe nichts mehr. Okay, ist da ein Problem, Leute. Ich bin in der absoluten Dunkelheit. Irgendwie ist ein Vollzeit. Ha, ich schaff's noch mal. Okay. Warum findet man eigentlich immer eine Glühbirne? Muss sie dann weglegen? Das ist doch Blödsinn. Zum ersten Mal versuchen wir die Pillen wieder zu nehmen. So. Mit der Steuerung bin ich manchmal ein bisschen überfordert. So. Menü. Wichtige Gegenstände. Fallen lassen. Rechts lagern. Links lagern. Aufnehmen. Rechts lagern. Raus. Sehr schön. Ja, schon die Glühbirne. Raus. Raus, bitte. Danke. Gut. Mit viel Mühe doch noch geschafft. Na, ja, der Access gibt es das Grammophon noch nicht beendet. Hopsa, das ist immer traurig. Oh, das Bild. Wir sind, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Oh, cool. Habt ihr gesehen, da war ein Schatten. Das sind Schatten, Moment. Okay. Ich würde sagen, das nächste Mal machen wir hier weiter, oder? So mega dunkel. Thank you.
machen an der Stelle doch weiter. Ich kann nämlich leider nirgendwo speichern. Von daher bleibt es wohl erstmal spannend. Ich habe mir nebenbei in der Zeit ein Fotoapparat geschnappt. Gut, er bringt jetzt nicht wirklich viel Licht, gebe ich zu. Aber wir müssen ja irgendwo Anhaltspunkt finden. Wir haben gelesen, das Feuerzeug, das funktioniert nicht dauerhaft. Und wir haben eigentlich nichts mehr. Das gehört auch zum Business. Okay. Ah, wir sind in einem Kreis gelaufen. Da kommt. Steht auf jeden Fall nicht. Also können wir auch nicht schon mal. Ich muss die Lampe irgendwie an. Na bitte. So, anfangen. Genau, das war die Kamera, in der wir. Die Kamera, in der wir waren. Wow. Cool gemacht. Aber warum kommen wir? Oh, das war zu Sackgasse, das weiß ich. Wir kommen ja nirgends mal eigentlich weiter. Viele Gedanken kriegen. Mein dynamisches Inventar ist voll. Lichtquellen sind mir jetzt auch erstmal lieber, muss ich gestehen. So, werden wir mal eins weglegen? Ja, wir legen eins weg. Wir nehmen dafür noch ein Feuerzeug mit. Okay. Besonderes hier. Oh, da tut es ganz nett flackern. Basement Friends. Kommt jemand? Wow. Heftig. Aber ich kann nicht weitergehen. Ich glaube, wir sollen ja folgen, oder was? Wie würdet ihr das deuten? Ah, okay, an der Stelle wird gespeichert. Okay, das ist ja ein wunderbarer Speicherpunkt. So, schön, dass wir das Licht erstmal machen können. Die Kerze. Ich habe keinen Platz mehr im Inventar, ne? Okay. Wir bleiben erstmal hier stehen und speichern jetzt wirklich an dieser Stelle. Meine Güte, ist das spannend. Ich bleibe mal auch in der Richtung, damit wir wissen, dass es hier weitergeht. Gut. Auf jeden Fall sage ich diesmal jetzt wirklich Tschüss, bis zum nächsten Mal.